Wie hat man alle Berufsschullehrer immer gesagt? Mächtig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Yeah. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es ums Mulchen. Jetzt fragt ihr euch, warum ich dann da in der Scheune bin, weil es ums Mulchen geht. Ganz einfach, weil wir dieses Teil hier, also den Mulcher, muss ich die Schläger tauschen. Und die habe ich hier. Moment. Da fehlen mir die Messer. So sehen die Teile aus. Die müssen getauscht werden. Das sind 32 Messer, also 16 Paare sind da drin. Und die müssen jetzt gewechselt werden, weil die schon so abgenutzt sind. Aber das kann ich euch erst zeigen, wenn ich ihn herumgedreht habe. Den hänge ich jetzt mit dem Stapler an und drehe ihn rum. Und ja, könnt ihr mal zugucken. Viel Spaß dabei. So, also so sieht das Teil von unten aus. Ich zeige euch das mal ein bisschen genauer. So, ja, hier die Messerpaare. Und die sind hier schon, ich weiß nicht, kann man das... Entschuldigung. Das kann man so jetzt nicht erkennen. Moment, ich habe das große Stativ. Ich zeige euch mal die Messer, die da reinkommen. Oh. Für das eine brauchen wir das große Stativ, für das andere das kleine Stativ. Ah, was für eine Stativsucherei. So, das sind die normalen Messer, die jetzt da reinkommen. Und ich lehne euch mal ein bisschen vor, dass ihr das auch sehen könnt. Ja, die neuen sehen halt da schon ein bisschen, ja, wie man es hier vielleicht sehen kann, die sind schon rund. Und da kommen jetzt die neuen Messer rein. Die sind noch alle gerade. So, ich stelle euch mal hier ab. Seht ihr überhaupt was? Ne, ihr seht mich, ihr sollt aber den Mulcher sehen. So, genau, und die muss ich jetzt halt hier tauschen. Und da sind so Büchsen drin, die zeige ich euch auch noch gleich. Ah, man sieht mich ja gar nicht. So, genau, da sind dann noch so Büchsen drin, die laufen dann hier in der Mitte. Aber da seht ihr alles gleich noch. Also, das hier sind die Büchsen dazu. Das ist die Originalbüchse. Stell ich das scharf? Du sollst das Ding hier scharf stellen. Macht er nicht. Moment. So. Jetzt. Jetzt hat er sie scharf, ja. Die sind hier nämlich abgedreht. Und die habe ich gesägt. Ja, so. Ich muss ab und zu mal daneben hingucken auf dem Bildschirm, dass das auch im Bild ist. Die habe ich selbst gemacht. So, zum Vergleich. Ja. Oh, stellt's mal wieder nicht scharf. Der stellt mich scharf und nicht das Ding hier. So. Ach, ich geb's auf. Auf jeden Fall, ihr habt die Büchsen gesehen. Die kommen da rein. Na, komm. Wo ist es denn? Ah, hier. So, zack. So, und dann laufen die. Dann pendelt die im Prinzip so da drin. Können sich also frei bewegen. So. So ist mal der große Plan. Ich weiß natürlich nicht, ob ich die Büchsen mittauschen muss, ob die so eingelaufen sind, dass ich die mitwechsle. Aber die Messer müssen auf jeden Fall gewechselt werden. So. We'll be right back.
So. Ah. So, hier bin ich. So. Also. Ja. Wie man sieht, ich habe mal die erste Reihe getauscht. Also so im Prinzip tausche ich jetzt noch den Rest. Und dann zeige ich euch dann noch morgen, wie wir das mit den Mulchen machen. Also das ist noch eine Arbeit für heute Abend. Und das ist ein bisschen anstrengender als gedacht. So. Aber ihr seht dann morgen früh gleich, wie dann das Mulchen geht. Nehme ich euch mit raus. Also dann, bis morgen. Tschüss. Hallo zusammen. Ja, guckt mal. Oh, herrlicher Tag. Ja, der Jens, der ist schon fleißig am Mulchen draußen. Ich habe jetzt heute Mittag mal noch ein paar Pakete gepackt. Wir haben es jetzt mal kurz nach 4. Ja, mal gucken, wie weit er denn ist und ob denn das jetzt mit den neuen Messern so gut funktioniert. Also, ab raus in die Weinberge. Wir sind jetzt draußen bei uns im Heuschelheimer Pfad. Ja, da steht einiges an Reben, Spätburgunder, Silvaner, Grauburgunder, Weißburgunder und Sauvignon Blanc. Und ja, mal gucken, ob ihr das seht. Da hinter mir hat er schon mal, ja, das erste Mal gemulcht. Scheint gut zu gehen. Jetzt, ja, müssen wir mal suchen gehen, wo er denn eigentlich steckt. Weiter weg, wo der Trecker nicht ganz so laut ist. Da kann ich auch gleich erstmal so eine Minute nachsagen. So ungefähr eine Minute sollte man nachlaufen lassen. So. Ja, und wie schaut's aus? Läuft's gut? Ja, sieht super aus. Schön klein, wie man hier schön sieht. Hm? Schöne kleine Stücke. Wunderbar. Ja, schönes Mulch. Ergebnis. Naja. Ja, ich habe schon... So was Ähnliches wie Rindemulch. Ja, ich habe schon mal so ganz kurz, als wir angekommen sind, das gezeigt, aber nur so ganz grob. Ja, aber ja. War schon mal, und wo noch nicht gemulcht war, warst du da auch schon drin? Nee, war ich noch nicht. Warte, komm mal, ja, komm, dann gehen wir mal da vorne. Ja, hoppala. Ja, machen wir mal aus. Dann können wir vielleicht auch noch mal kurz später drunter gucken, wie die Messer jetzt aussehen. Abgenutzt. So. Oh, wow, wow. Hast ein bisschen was mitgenommen hier. Schaut euch das mal an. Ja, das ist, weil es hier beim Weg so runter geht. Da muss ich Weg filmen, nicht? Ja, ja. Ja, das ist so. Du hast halt so ein. So runter, der Fahrer tragt da runter, die Maschine bleibt oben. So ein Huckel. Ja, da reißt es neu. So. So. Also im Prinzip, ja, das hier ist also das Altholz. Was wir ja im Winter abgeschnitten haben und das muss jetzt noch gleich gemulcht werden. Normalerweise machen wir das etwas früher, wir sind das ja ein bisschen später mit allem, aber uns war wichtig, dass wir hier die Bogenrebe fertig kriegen, also fertig gebogen kriegen. Deswegen machen wir das jetzt.
Normalerweise machen wir das vom Anbinde, dass man auch gut laufen kann. Aber ansonsten, ja. Ja, aber ja, dadurch, dass wir ja Dauerbegrünung überall haben mittlerweile und keine offenen Gassen mehr, konnte man das jetzt auch erstmal liegen lassen, weil dann konnte man ja in den anderen Zeilen dann langlaufen. Genau. Ja, da unten sind Marienkäfer. Wo denn? Kannst du mal zeigen. Da unten im Stock. Ja, ich sehe es. Warte mal. Mal gucken, ob ich sie kriege. Moment, ich muss sie suchen. Unsere Helfer im Weinberg. Da, genau. Seht ihr da den... Ups. Da vor meinem Finger, da ist einer. Genau. Und irgendwo war auch noch ein zweiter. Ja, da unten. Da unten. Ach so, da unten. Da ist einer und da ist einer. Genau. Das sind sind Nützlinge im Weinberg. Ja, Allesfresser sozusagen. Genau, das sind unsere Allesfresser, ja. Ja. Ist schön. Dieses Jahr sind sehr viele Marienkäfer, habe ich schon gesehen. Ja, ist so, ich finde es toll. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal das Maschinchen nochmal an, ne, mit den Messern. Ja, können wir nochmal angucken und dann muss ich weitermachen. So, da hängt sich natürlich auch als mal noch ein bisschen was rein. Ja, jetzt müssen wir mal noch rausholen hier. Eieieiei. So was. Raus da mit dir. So. Oh, da hat sich aber doch noch gut was gesteckt her. Ja, ja, das ist normal. Will nicht immer alles Kleckschlage machen. Nicht windelweich prügeln. Nein, die wollen anscheinend nicht. Aber die kommen nicht drum rum. Die werden auch noch windelweich geprügelt. Sozusagen, ja. Nee, klein gemacht. Ach Gott, komm raus da ohne. So, wo waren wir noch nicht drin? Vorne. So, vorne. Ich gucke mal, ob, man, ja, ob ich euch das mal. Ob ich das. Oioioi, euch zeigen kann mit einem Messer. Mal gucken, ob man das halbwegs gut sieht. Jupp, also. Ja, man sieht so. So halbwegs gut. Die sind noch nicht wirklich abgenutzt. Da stellt man das nur nicht so richtig schön scharf. Stellt so. Er nicht scharf. Eieieiei. Na, das sieht man. Ich hab's von Hand eingestellt, jetzt sieht man's. Also ja. Kaum Abnutzung, wunderbar, so soll's sein. Also wenn sie jetzt nicht schon abgenutzt werden, müsste ich mal Gedanken machen. Ja. Und ja. Und dahinter ist ja dann die hier ja die diese. Diese Walze noch, die das Ganze ja dann ja, platt drückt. Ja, eher stützt. Oder eher stützt. Weil hier kann man die Höhe einstellen, hier neben. Mit der Walze. Den kann man auch noch hochstellen. Der steht jetzt ganz tief und ja. Genau. Schlägt dann damit und alles auch klein. Die Dinger hier, das sind so Zinken, die dann. Ja. Ja, die nehmen das Holz halt mit. Halten das unten in halten das quasi fest, im Mulcher, dass es nicht hin im Ganze wieder rauskommt. Genau. Genau, deswegen steckt sich das auch vorne immer so ein bisschen mit neu. Ja, so. Ich kann den nochmal kurz anmachen, kann man nochmal die Rein Messer kriegen. Drehen. Ja, können wir auch gleich machen. Ja. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Macht man einen Daumen hoch? Genau, wie immer Daumen hoch. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Und ansonsten teilt es auch gerne mit euren Freunden, wenn ihr das klasse findet, was wir machen. Ja. Jo. Und ansonsten. Ja, noch einen schönen Abend oder Nachmittag. Was haben wir? Abend mehr. Ja, du machst jetzt dann weiter. Ich mache noch weiter. Ich will fertig dann, werden. Genau, ich mache dann jetzt nach Hause, so langsam Richtung unserem kleinen Schatz. Ja. Und. Süßer Schatz. Ja. Ja, da freut sich später, wenn du dann heimkommst. Ah, ja, also, einen schönen Abend. Ich freue mich, wenn ich ihn sehe nachher. Okay. Also, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.